Hallihallo, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich denke, wenn dieses Video rauskommen wird, wahrscheinlich am Sonntagabend, gibt es gerade noch die Aktion. 18 Start heißt die für meine ersten drei Module, 0, 1 und 2, zur Umprogrammierung meines Liebeschips und zu Liebeskummer. Heute, in diesem Video, wird es um das Thema ja so Neid, neidisch sein auf den Partner, dem Partner seinen Erfolg nicht gönnen. Vorab aber kleine Danksagung. Hallo lieber Christian, habe vor ein paar Tagen mit Modul 1 begonnen und finde das Tool super hilfreich. In toxischen Beziehungen geht so viel Energie flöten, welche bereits schon wieder zu mir zurückzufließen beginnt. Ja, so muss das sein. Auch durch deine vielen wunderbaren Videos. Tausend Dank für all dein Tun und dein Sein. Herzensgrüße. Ja, vielen Dank dafür. Ansonsten heute, ja, kürzeres Video zum Thema: Mein Partner gönnt mir meinen Erfolg nicht. Das ist mir halt auch aufgefallen bei vielen, was ich so lese, dass, ja, ist häufig, denke ich, ein Minuspolenthema, aber muss nicht zwingend. Also wenn du neu bist zu diesem ganzen Thema Pluspol, Minuspol, ja, guck ins Modul 1 rein. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass es häufig Probleme gibt, wenn ein Partner, was echt nicht selten ist, so wenn ein Partner eben häufig derjenige, der Minuspol ist, dem anderen seinen Erfolg nicht gönnt. Ne? Was heißt Erfolg? Also er hat, du hast vielleicht irgendeinen Aufstieg gehabt, du hast neue Stelle, du hast bist aufgestiegen in deiner Firma und du merkst auf einmal, ja, wow, mein Partner freut sich gar nicht irgendwie. Ne? Warum? Ja, wenn jemand egozentrische bis vielleicht sogar narzisstische Anteile hat, dann ist das eine Riesenbedrohung, wenn du weiterkommst, ne? Weil die fühlen sich ja sowieso ständig zu wenig, nicht genug, mir steht mehr zu. Und wenn du auf einmal mehr kriegst, aber dann vielleicht Minuspolpartner nicht, dann ist irgendwie Alarm irgendwie so, ne? Das ist ja dann in der Psychodynamik wieder bedrohlich, was ich ganz tief drin hier auch irgendwie selber total abwerten. Und dann, wenn dann sozusagen du einen Fortschritt machst, die aber nicht, ist es wieder in dieser Psychodynamik halt wieder bedrohlich, tut wieder weh. Und dann muss man da wieder gegen an arbeiten, ne? Weil man kann es sozusagen dem anderen nicht gönnen, weil man mit sich selber nicht im Reinen ist, ne? Und das kann bei allen möglichen Sachen sein, auch wenn du, weiß ich nicht, irgendwas Neues hast oder so, dass du denkst, ja, da wird sich ja mein Partner mit mir freuen, ne? Weil ich nehme ihm ja nichts weg, es ist ja irgendwas, was ich für mich habe und stellst dann fest, nee, freut sich gar nicht und freut sich unter Umständen auch nicht, wenn es dir gut geht. Das ist auch einer der, glaube ich, super irritierenden Sachen für viele. Ich weiß nicht, wenn du das auch kennst, kommentier da gerne mal drunter hier. Dass du halt das Gefühl hast, dein Partner ist nur dann irgendwie zugewandt, liebevoll, wenn es dir total schlecht geht, ne? Vielleicht, wenn du gerade wirklich völlig auf den Knien bist, weil diese Beziehung dich so fertig macht, in der du vielleicht bist, eine toxische Beziehung. Dann ist der Partner plötzlich nett. Warum? Ja, weil es dann irgendwie nicht bedrohlich ist und weil du vielleicht, wenn es dir total schlecht geht, vielleicht auch drohst, irgendwie wegzurutschen. Und wie gesagt, in dieser Minuspol-Psychodynamik, wenn es dir total schlecht geht, geht es dir auf gar keinen Fall besser als dein Minuspol-Partner. Also das heißt, es ist überhaupt keine Bedrohung. So, man kann sich sogar noch denken, ach oh Gott, denen geht es ja noch schlechter als mir. Und das sind natürlich alles Sachen, die nicht, also sie laufen in aller Regel total unbewusst ab, aber ist eigentlich auch wurscht, ne? Also die entfalten natürlich trotzdem ihre Wirkung und vielleicht kennst, wie gesagt, vielleicht kennst du dieses merkwürdige Phänomen, dass du das Gefühl hast, wenn du auf ein Zahnfleisch kriechst, dann gibt es wenig Probleme, was nicht unbedingt heißt, dass dann der andere wirklich für dich da ist, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber wenn es dir total blendend geht und du riesen Fortschritte machst in deinem Leben, dann gibt es Schwierigkeiten, ne? Es gibt natürlich wirklich, gibt den ganzen Range von wenig Schwierigkeiten bis Riesenschwierigkeiten. Und bei all den Sachen, die ich hier sage, guck auch mal, also keiner von uns ist nur Pluspol oder nur Minuspol, guck auch mal, vielleicht hast du ja auch Seiten, wo es dir schwerfällt, wenn du gerade eine Scheißphase hast in deinem Leben und der andere, dein Partner hat sie nicht, oder es kann auch in Freundschaften sein.
Kannst du dann sagen, hey, ich freue mich für dich, kann man auch mal bei sich selbst gucken, ist nicht so selbstverständlich. Also ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich. Also weder ist selbstverständlich, dass andere es mit einem machen, noch ist es selbstverständlich, dass man es selber immer macht. Aber ich finde, wenn man sich wirklich hinarbeiten will auf Beziehungen mit einer neuen Art von Zuwendung und Liebe, ist das wirklich eine super Sache, wo man für sich selber dann arbeiten kann, dass man dem anderen möglichst viel gönnt, weil das ist, hat definitiv mit Liebe zu tun. Und ja, wenn du jetzt einen Partner hast, der damit Schwierigkeiten hat, kann man natürlich immer das Gespräch suchen oder kann sagen, Mensch, ich würde mich freuen, wenn du dich auch mit mir freust. Irgendwie, und vielleicht gibt es darüber ein super, ein gutes Gespräch, dann ist ja wieder alles wunderbar. Beziehung steckst, dann ist das alles andere als selbstverständlich. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und da muss man schon gucken, wenn das so immer wieder auffällt, ist natürlich, also eine Beziehung ist ja nicht dazu da, dich zu bremsen, die ist dazu da, dass sie dich weiterbringt irgendwie, ne? Dass ihr zusammen wächst. Und da muss man schon gucken, ist das jetzt wirklich, kann ich hier wirklich wachsen in der Beziehung oder ist der andere eigentlich nur zufrieden, wenn du dich nicht weiterentwickelst, so, ne? Und das natürlich, muss man jetzt kein Riesengewese von machen, muss man auch niemand jetzt, muss auch nicht über Schuld reden, aber kann man immer wieder prüfen. Tut mir das eigentlich gut, ne? Und immer wieder geht es natürlich darum, sucht man erstmal das Gespräch, klar, macht aber sowieso, glaube ich, jeder, und oder sollte zumindest jeder machen. Aber wenn man jetzt wirklich dauerhaft feststellt, der andere freut sich nicht so richtig mit meinen Erfolgen, sollte man sich vielleicht schon fragen, ist es das wirklich wert, ne, was man da macht, so, ne? Weil da hat man als Single vielleicht weniger Tara, so. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.